Ein Redner ist noch gemeldet, das ist Gerald Lurker von den NEOS. Präsident, Frau Ministerin, der Abänderungsantrag zu Top 18 ist noch nicht verteilt, halte ich fest. Jedenfalls, dieser Sektor hat noch keinen Abänderungsantrag zu Top 18. Der vorletzte Redner bringt einen Abänderungsantrag ein, den Sie uns um 14.13 Uhr zugestellt haben. Das hat mit Parlamentarismus wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Man kann wirklich nur Dinge sagen, für die man einen Ordnungsruf bekommt. Himmel, noch einmal. So, also, und dann ist es so unehrlich. Wir haben den Ausschuss gehabt am 7. Dezember. Und dann habe ich gesagt, diese Trägerrakete, die, wenn ich das richtig lese, dient sie dazu, die Strompreisbremse zu verlängern. Und diese Partie hat sich geweigert, das zuzugeben, von dem sie schon gewusst hat, was sie macht. Anstand 0,0. 0,0. Himmel nochmal. Und jetzt inhaltlich zu dem, was Sie uns um 14.13 Uhr, geschätzte Damen und Herren, gemeldet haben. Ein Antrag, der so lang ist, dass er nämlich verteilt werden müsste. Er ist noch nicht verteilt, geschäftsordnungskonform. Verteilt werden müsste, weil er zu lang ist, um ihn hier vorlesen zu lassen. So, jetzt verlängern Sie diese Strompreisbremse um ein halbes Jahr. Und jetzt können Sie sich überlegen, die wäre am 30.06.24 ausgelaufen. Jetzt wird sie bis 31.12.24 verlängert. Warum bis 31.12.24? Weil die Strompreise mit Jahresende sinken im Winter? Wohl nicht. Die Antwort ist ganz eine andere. Der Wahltermin fällt in dieses halbe Jahr hinein. Oh, Überraschung. Moi. Ha? Mit billigem Populismus können Sie es gut vergeben, das haben wir schon oft gesehen. Es geht immer nur um die Zeitungsüberschrift. Um den Inhalt geht es nie bei Ihnen. Nie. So, und jetzt kommt, der Kollege Kassecker hat schon geschildert, in welche Richtung das hier geht. Nicht? Also, damit Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, einen Strompreis haben von 10 Cent pro Kilowattstunde, sponsert die Gemeinschaft der Steuerzahler ab 10 Cent aufwärts bis 40. Jetzt, wenn Sie Energieversorger sind, was tun Sie dann? Na, Sie heben den Preis an, weil dem Kunden ist ja wurscht. Und da wäre ja eigentlich der Vorstand so einer Energie AG, der KELAG, der TIWAG, der Illwerke VKW, der Wiener AG, der wäre ja nicht ganz bei Trost, wenn er den Strompreis unten ließe. Er würde ja Geld liegen lassen, das ihm die Ministerin sponsert. Also hebt er den Preis an. Ganz einfach. Er wäre ja deppert sonst. Und damit setze ich natürlich auch den Wettbewerb außer Kraft, weil es ist wurscht, ob ich Kunde bin bei der KELAG, bei der TIWAG, bei der EVN, ich zahle immer 10 Cent. Wettbewerb außer Kraft gesetzt. Und eigentlich geben die Grünen ja vor, wir sollten Energie sparen. Aber welchen Sparanreiz habe ich, wenn Sie mir den Preis dritteln oder vierteln? Dann ist ja wurscht. Es bleibt ja billig. Ich merke ja gar nicht, dass wir eigentlich eine Energieknappheit haben in Europa. Und jetzt, wo geht das Geld hin? Kollege Kassecker hat schon richtig gesagt, die Gemeinschaft der Steuerzahler sponsert sich den Strompreis selbst. Und das kommt dieses Geld in die verschiedenen Energieversorger und wird dann ausgeschüttet an die Bundesländer. Und die Landesfürsten haben Geld zu verteilen. Oh, wie schön. Gestern war Landtagssitzung in Vorarlberg und worüber hat der Landtag diskutiert? Was machen wir mit den Gewinnen, die die Illwerke VKW ausschütten? Nicht? Also wir verteilen Geld vom Steuerzahler via Stromversorger an die Bundesländer hinunter. Damit die Landesfürsten mehr Trachtenjanker und Feuerwehrleitern sponsern können. So schaut's aus. Ja, und es ist ja auch die Mega-Gießkanne, weil diese Strompreisbremse bekommen die Reichen auch. Die bekomme ich auch, die Strompreisbremse. Ich habe, weil ich in Vorarlberg gewählt bin und in Wien oft beruflich bin, habe ich zwei Wohnungen. Ich bekomme für zwei Wohnungen die Strompreisbremse. Die reichen Leute mit Ferienhaus am Attersee bekommen auch für das Ferienhaus die Strompreisbremse. Das haben sie veranlasst. Umverteilung von unten nach oben. Und wie super das alles funktioniert, sieht man an den Schlagzeilen der letzten Wochen. Energieversorgung Niederösterreich, EVN, Gewinn verdoppelt. Illwerke VKW, Rekordgewinn. TIWAG, 85% mehr Gewinn als im Vorjahr. KELAG, im ersten Halbjahr 2023, den Gewinn verdoppelt.
Super. Ich hoffe, Sie kriegen schöne Dankeschreiben, schöne Weihnachtsgeschenke und schöne Weihnachtskarten. Gerald Loacker von den Neos war das, der hier sichtlich verärgert ist. Die Verlängerung der Strompreisbremse werde um ein halbes Jahr eben verlängert, weil auch der Wahltermin in dieses halbe Jahr fallen würde. Außerdem würde die Strompreisbremse nur dazu führen, dass Energieanbieter mehr Geld von Steuerzahlern bekommen würden.